Ich denke mal, ich will es irgendeinen Punkt sagen, weg jetzt aus dann. Ja, im Weg. Hey, ihr könnt nicht einfach hier hereinspazieren. Oh, die Das Stimme. ist eine Basis der geheimen Weg. Wie soll ich wissen, dass ihr kein Spion der Vulkar seid, der geschickt wurde, um Garen Thak zu eliminieren? Vielleicht, aber die Tür ist versperrt. Sie bleibt auch für euch versperrt, bis ich mir sicher sein kann, dass ihr keine Bedrohung für Garen oder die geheimen Big darstellt. Auch gut. Doch ich will euch einen Ratschlag geben. Verschwindet von den Straßen. Die schwarzen Vulkar ballern einfach so los, wenn sie jemanden auf den Straßen in der Unterstadt sehen. Ja, Safety. Oh. Vom Teufel spricht, wa? Ein paar Vulkas. Was ich glaube, wie es wird. Ihr seid mit euren Zahlungen im Rückstand. Ihr meint wohl, nur weil ihr in so einer Gang seid, braucht ihr Davik seinen Anteil nicht zu geben, was? Und Kunbis Ching Balamule, Tunking Ba Nunotek, Tugning Chatukunde, Mulerabes. Ihr wollt das also auf die harte Tour durchziehen? Okay. Tunipudu, Rana Nuprata Dungno, Sercha. Ichua Penki! Watana Wama Mulira! Kenchun Jubashak! Nova Bule Muliraji! Jonitun Turji Chiwi Itado! Bola Una Nitschek! Palamures Limowanga Kun Bisching! Ich wusste, ihr würdet zur Vernunft kommen. Und jetzt verzieht euch. Schade, hatte mich schon darauf gefreut, ein paar Schädel zu spalten. Vielleicht beim nächsten Mal, Kandaris. Ich bringe das hier lieber zu Davik. Ich sage Bescheid, wenn wieder jemand mit seinen Zahlungen im Rückstand ist. Kandaris Panzer besitzt nicht vor Hut. Kandaris Auto. Diese Vulkar sind dämlicher als eine Granitkugel von Coruscant. Die halten sich für was Besonderes, bloß weil sie zu dieser armseligen Bande gehören. Ja, dann hält seine geheimen Weg zusammen, aber Brezhik wird größenwahnsinnig. Wenn David clever ist, dann gibt er diesem kleinen Wicht mal richtig was aufs Maul. Wer seid ihr? Mit mir sollte man sich besser nicht anlegen und Smalltalk ist mir zuwider. Ich habe ohnehin keinen Grund mehr, noch länger zu bleiben. Ich habe eine Sondervereinbarung mit Davik. Okay. Apartment Unterstadt. Kam ich was von hier? Ich glaube nicht. Warte mal. Map. Nein. Also die nächsten Apartments. Da hinten ist mein Ziel. Ach ja, wieder. Chiwi aita ka chon chicha. Agi inko tune chula muri ra. Tangi wama jiko na. Donk kipa nonku nek abog Jiyo kaku Kinba muli ra duanaji Kuyami juski chika nai Uba baska duana chichopa muska Jiska da soki kupa bona na chachu. Auf eure grünen Köpfchen ist eine Prämie ausgesetzt. Und ich werde sie einstreichen. Cha skronki to petslimo Chi ita kanki chana kilikon Kinba muli ra duanaji. Oh, Quatsch, das, so viel. Das ist der Plan. Stimmt, aber die Waffe sehe hat doch einfach nur eine Waffe für Carfling mal. Ey. Und tschüss. Carf.
Du hast, glaube ich, nur ein Plaster. Ja, hier. 8, 1 von 8. Und 1 von 6. Also ist das besser schon. Ach, ich hab ja wieder ein Energieschild. Ich hab eh nichts hier, also. Hä? Na, okay, Vulkas. Hol euch um. Bisschen Leben. Oh, hallo. Nein, töte ihn. Junge, betäube doch nicht lange. Jetzt schätzt den Stelz Mini-Stab. Da weht doch. Da, noch mehr. Na, wie war das? Wo kommt die denn? Schaffen wir mal die Mine. Ein paar Upgrades. War gut. Okay. Du hast ein Level Up. Carve. So, Fähigkeiten. Ich gebe dir einfach Heilen dazu. Talente. Stufe 8 musst du haben. Er hat hier voll. Ja, zwei Standardding. Duolin braucht er nicht. Sprengstoff. Mach weiter mit deinen Schüssen hier. Also, ich würde halt weiter hier machen. Ja? Ja? Ein bisschen laut, glaube ich. Ah, hallo. Cool. Easy. Immer zwei Medikits hinpacken. Also einwerfen. Noch mehr von euch. Wie gibt's denn noch? Dann hau ich rum. Oh, prima. Na gut, alles klar, Carf. Eine Mine. Das elektronische Gerät ist persönlichen Nachrichten ausgezeichnet. Es scheint längere Zeit nicht benutzt worden zu sein und ich will nach der Nachricht lesen. Hey, Elan. Ilem? Ilem, nein, guck mal. Wie ist das Leben auf Taris? Ich habe gehört, dass dein Bruder jetzt auf Tatooine in einer Mine arbeitet, in den Minen arbeitet. Hat er dir wichtigsten der Hyperraumantriebe dagelassen? Ich hoffe, du übst immer noch auf dem mit dem Plaster. Ich gebe dir, was ich dir gegeben habe. Denk an das, was ich dir, was ich dich gelernt habe. Du wirst es brauchen. Taris ist nicht wie Eideran. Halt dich von den Zugbanden fern.
Und verwahre alles im Tresor. Das Ding kann niemand aufbrechen. Lass sobald von dir hören, Onkel Louis. Leichte Mine. Mine entfernen. Ja, entfernen wir mal. Ja, hat doch nicht aus. Sieht auch so recht. Na gut. Das Schloss ist Touchscreen, Passwort geschützt. Es ist ein älteres Modell, dann weißt du, dass man nicht knacken kann. Ohne das Passwort kommst du nicht weiter. Versuche ein Passwort einzugeben, den. Tresor gehört Almatic. Hyperraumantrieb. Pfff, wer hat dich gelernt, ein Blaser zu sein? Ich denke mal, der Onkel, wenn er das geschrieben hat. Woher stammt deine Familie? Aus Alderaan. Schloss geöffnet. Ha! Ich hab gut gelesen. Blaspistole, republikanische Rüstung und 100 Credits. Cool. Ist die Rüstung besser? Republikanische. Ist leicht. 5 Rüstung und 4 Geschicklichkeit. Nee, schlechter. Also könnte ich hier drei natürlich kaufen. 4, 5. Und hier habe ich 5, 4. Einfach umgedreht. Klar. Klar. Wie lange hält das Gift denn an noch? Jetzt wieder zurück. Nein, noch nicht. Also halt dich nochmal und guck mal ran. Kein Problem. Verstanden. Ah. Da speichere ich mal kurz. Weil das da kritisch sein kann. Bleibt sofort stehen oder ich schieße euch mitten zwischen die Augen. Was macht ihr hier? Ich habe nur gesehen. Ich bin hier, um den Kopf aufzuholen. Wer seid Nein, ihr? nein, nein! Ich habe den Blaster auf euch gerichtet. Ich stelle hier die Fragen. Also, was macht ihr hier? Ich habe mich nur umgesehen. Ich wusste nicht, dass jemand drin ist. Dann seht euch woanders um. Hier gibt es nichts, was euch interessieren könnte. Das ist die einzige Warnung. Wenn ihr mich weiter belästigt, kommt ihr hier nicht lebend heraus. Ich habe euch die Gelegenheit gegeben, mich in Ruhe zu lassen und einfach hier hinauszugehen. Aber ihr seid wohl zu dumm, um diese Gelegenheit zu ergreifen. Jetzt werdet ihr erfahren, warum ich der gefährlichste Assassin auf Taris bin. Assassin's Creed. Ah, ich bin gleich tot, wa? Na, wie war das? Okay, solange er meinen Kaffee-Fokus hat, hat gerade ihn. Eigentlich das Spiel für mich gewesen. Zielfernrohr, Adrenalin. Oh. Hat was anderes mal. Keine Wookies. Geht jetzt wild, Zwiebelnstecker zu. Und hier bekomme ich 2x Reflex dazu. Oh, gut. So. Eine Feldkiste öffnen. Medikills, Credits. Also eigentlich kann ich jetzt Kopfgeld absahnen jetzt für die. Hier ist noch Hallo Vulka und tot. Teil der Credits, Medikit. Und hier ist es ausgebar. Ja. Geh schnell zurück und hol schnell die das jetzt ab. Ja, warum nicht? Wieder ein schnell, relativ schnell.
Hier, ja. Sing, 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 sing. Wieder ihr, Mensch. Gunry, nein. Ich möchte den Cockpit eintreiben. Ivan Savin erzählen. Kunjo Peshok, Nova Moleraji, Cherio Toranchi, Aitapia, Pulauna Chimek, Bamuleras Limoana Kubiskin, Chibeduana Nibobo, Tung Namun Shanungan, Muchititoaki, Chijaku. Ah, 400. Chachis Katon Puta. Ich muss gehen. Also ich weiß, ein Credits bekommen nochmal 400. Also relativ viel ist am Anfang. Also in meiner Sicht gerade. Aber wo man hier weiß, dass eine scheiß Karte 200 Credits kostet, ist schon Wucher. Gehen wir weiter. Was ist eigentlich? Ja. Kauf. Wie soll es die Rückendeckung sein? Okay. Eigentlich muss ich jetzt die Ziffrüstung wieder tragen, um. Kann sein, eine Art Partner. Verstehe ich jetzt nicht, warum kriegt das von. Zwölf Rüstung. Hoffentlich war das noch gehittet. Speichern wir mal. Weil viel zu viele Geschütze sind. Ja? Was habt ihr auf dem Herzen? Wahrscheinlich habe ich gesagt, ihr könntet mich vielleicht später mal was fragen. Ist das wirklich nötig? Ich würde euch gerne besser kennenlernen, nicht wenn ihr euch Probleme darstellt. Nein, nein, ich habe kein Problem damit, wirklich. Schießt ruhig los und verhört mich. War nur Spaß, auch wenn ihr wirklich voller Fragen steckt. Aber ich finde das Spielchen ganz witzig, muss ich zugeben. Lasst mich bitte zunächst eine Frage stellen. Seit unserem Absturz geht mir der Kampf auf der Ender Spire immer wieder durch den Kopf. Einige Dinge passen da einfach noch nicht ins Bild. Vielleicht könnt ihr mir ja erzählen, was da geschehen ist. Aus eurer Sicht. Wie ihr bei unserem ersten Treffen gesagt habt, Bastila hat keine Zeit, ihre Macht einzusetzen. Hä? Warum habt ihr mich gefragt? Ich sehe da keinen Sinn. Ich war nicht in der Position zu erkennen, was sich vor sich geht. Richtig. Bastila ist so mächtig, wie immer behauptet wird.
Sie war schließlich diejenige, die Darth Revan besiegte. Ich glaube, dass keine Jedi-Fähigkeit, und sei sie noch so mächtig, etwas gegen das Überraschungsmoment ausrichten kann. Wir haben uns diesen Kampf schließlich nicht ausgesucht. Er wurde uns aufgezwungen. Zur Hölle, ich bin immer noch überrascht, dass wir das alle überlebt haben. Wenn man das alles bedenkt, ist es doch mehr als erstaunlich, dass ihr hier seid, nicht wahr? Welche Position nehmt ihr in der republikanischen Flotte ein? Hä? Macht das irgendwelche Vorwürfe? Ich war als ein Soldat, aber es wurden nicht ungewöhnlich darauf verdächtigt, oder? Zur Hölle, nein. Wenn man außer Acht lässt, dass ihr in letzter Minute zur Besatzung gestoßen seid und zufällig zu den Überlebenden zählt. Es wäre euch lieber, ich wäre nicht am Leben. Was ist so seltsam daran, wenn jemand in letzter Minute in der Mannschaft zugeteilt wird? Wollte mir andeuten, ich hätte etwas mit dem Abschluss zu tun. Also. Außer euch ist niemand hinzugekommen. Mal ganz davon zu schweigen, dass es Bastilas Gruppe war, die um euren Transfer bat. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr spricht. Warum soll Bastila mich angefordert haben? Das ist doch egal, ist ruhig ein Paranoid. Die Jedi forderten die verschiedensten Dinge an, nachdem sie an Bord gegangen waren. Zur Hölle, sie haben praktisch das Schiff übernommen, so wie ich das sehe. In Anbetracht eurer Beziehung zu Bastila und den Jedi, ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht, kommt eure Anwesenheit hier nicht ungelegen. Vielleicht liege ich falsch und all das hat nichts zu bedeuten, was? Aber ich habe vor langer Zeit lernen müssen, nicht alles für bare Münze zu nehmen. Und ich hasse Überraschungen. Ich habe doch gesagt, Kaff, ich hatte mit dem Abschluss nichts zu tun. Sollten wir nicht versuchen, zusammenzuarbeiten? Also mal die Überraschung. Soll heißen, ich erwarte das Unerwartete. Sicherheitshalber. Seid ihr immer so misstrauisch? Gut, dann sollten wir uns wieder wichtige Dinge widmen. Ihr wisst schon, dass wir auf die gleiche Seite stehen. Versucht ihr mit mir anzulegen, ist der letzte Fehler. Versteht doch. Das Ganze hat nichts mit euch persönlich zu tun. Ich traue niemandem und habe meine Gründe dafür. Und nein, ich habe nicht die Absicht, sie zu diskutieren. Können wir uns also wieder den wichtigeren Dingen zuwenden? Ja, was halt ihr für wichtig? Das ist noch nicht mein letztes Wort. Okay, lass uns. Also gut. Ihr seid verdammt hartnäckig. Ja. Wisst ihr das? Wir sprechen darüber. Aber später bitte. Im Moment würde ich lieber gehen. Okay, Karf. David vorbei. Halt! Wo wollen Sie hin? Zu diesem Sektor haben nur Patrouillen Zutritt. Ohne ordentliche Papiere darf ich Sie nicht passieren lassen. Jetzt komm schon. Ich habe meine Ausweispapiere in der Basis vergessen. Ich habe Befehl, mich der Patrouille in der Stump anzuschließen. Wenn ihr tot seid, könnt ihr mich nicht von abzuhalten. Ich weiß nicht, wie das in der Oberstadt ist, aber hier unten halten wir uns an unsere Befehle. Ohne Sicherheitspapiere darf ich Sie nicht passieren lassen. Also gehen Sie zum Stützpunkt und besorgen Sie sich beim befehlshabenden Offizier Sicherheitspapiere. Anders kommen Sie hier nicht runter. Halt, wo wollen Sie? Ich weiß nicht, wie das ist. Also gehen Sie zum... Na gut. Okay. Also, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also gehen wir zur Oberstadt nochmal. Und dann speichere ich dann für... Dann, für jetzt... Und wieder ohne Schlaf. Was ist das jetzt so? Ah, Hinterhalt. Bin tot. Gut, ich bin wirklich tot. Das waren viel zu viele. Na, kein Geladen. Oh ne, ganze Gespräche nochmal führen. Ich hasse es. Bereit.
Ja, das könnte ich niemals gewinnen. Ja, jetzt kommt das Gespräch. Ihn besorgt irgendwas. Oder auch nicht. Halt! Wo wollen? Ich weiß nicht wieder. Also, gehen Sie zum. Ja. Schade. Fällt mir auch damit. Ja, jetzt wieder. Ja, reden. Ja. Wahrscheinlich habe ich versucht, es zu überspringen schnell. Ich will euch gerne ein bisschen kennenlernen. Nein, nein, ich habe kein. War nur Spaß. Lasst mich bitte zunächst an einige Dinge passen. Wie hätten wir. Richtig. Ich glaube, dass wir haben uns diesen Kampf schließlich nicht ausgesucht. Wenn man das alles bedenkt, ist es doch mehr als erstaunlich. Hey, will ich euch Vorwürfe machen? Ich bin nur so, gesagt. Helen, nein. Was ist dann selbst? Außer euch ist niemand hinzu? Ich hab keine Ahnung, wo ihr spricht. Warum soll ich mich jetzt mir anfordern? Die Jedi forderten die Verschwinden in Anbetracht, ob vielleicht liege ich. Ich habe gesagt, ich kann nichts mehr dazu. Was meint ihr, Überraschungen? Soll heißen. Ihr wisst schon, dass ich die Seite selten. Und nein, ich habe. Ich halte es für wichtig. Also gut, wir sprechen darüber. Gut. Könnte ich jetzt so schnell reisen? Zurück zum Versteck. Mit der Zurückfunktion kehrst du im Augenblick den Schlusspunkt zurück. Dort werden alle Gruppen geheilt und die meisten sind. Ja, wir werden zurückkehren. Und dann werde ich von dort wieder weiter anfangen. Weil ich gerade gesehen habe, was passiert ist, wo ich halt da stand. Wir gehen auch in der Basis von uns rein. Und wir suchen dort die Papiere. Und wir können ein bisschen aufrüsten, sicher oder was? Graf Blaster. Was macht das jetzt? Angriffsbonus, ja? Ja. Zusammenbauen. Nahkampf, Fibro-Klinge, halt nur erneuert. Ne. Rüstung. Das hier Verteidigungsbonus dazu packen. Riemen von hier was schönes? Nein. Ching. Was neue Tier? Nö. So, wir jetzt speichern. Na dann, Leute. Ich wünsche euch noch einen bezaubernden, wunderschönen guten Tag. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Oder ihr werdet auch interessiert ein bisschen. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ich kann auch gerne auch also machen wie alle anderen. Abonniert mich und gebt ein Like da. Alter, ich könnte mich Level umgehen für den Spruch. Aber wenn ihr wollt, macht das. Ich freue mich darüber. Na dann, ciao, ciao.